Sonntagmorgen, Uniklinik Mainz. Dr. Nura Emektar ist Assistenzärztin und heute verantwortlich für 6 Stationen. Also, was ist hier los? Der Mann sagt, Sie haben hier nichts zu melden. Meine Mutter kann kein Deutsch. Wie soll ich jetzt mit dem Arzt reden? Wir haben eine Regelung. Eine Person, einmal am Tag, eine Stunde. Sie sind 1, 2 Personen. Sie gehen jetzt raus, vor die Tür. Und dann sprechen wir noch mal in Ruhe. Und Sie zwei, ich würde Sie bitten, das Klinikum jetzt zu verlassen. Eine Karriere als Ärztin in der universitären Medizin. Seit Jahren arbeitet Nuray hart dafür. Die Vorstellung, dass man irgendwann eine Expertin ist, die in Fragen, also die dann gefragt wird, das ist halt eine sehr attraktive Vorstellung für mich. Ich will diejenige sein, die gefragt wird. Und dafür muss ich halt hart arbeiten, aber das bin ich bereit. Ich bin bereit, den Weg zu gehen. Kinder möchte sie auch. Später irgendwann. Uniklinik Frankfurt. Dr. Alisa Kubesch unterwegs zur Schicht in der Notaufnahme. Kubesch, hallo? Ja, ich weiß, ich bin da. Ich komme jetzt zu euch. Alisa hat eine Karriere im Schnelldurchgang absolviert. Mit 34 ist sie bereits fertige Fachärztin, hat ein eigenes Forschungsprojekt und ein 9 Monate altes Kind. Heute ist es ein bisschen anders als geplant. Normalerweise würde ich bis 17 Uhr arbeiten. Heute muss ich um 12:30 weg, weil die Kita von meinem Sohn früher schließt aufgrund von Personalmangel. Genau, das heißt, heute sind wir noch ein bisschen mehr unter Druck oder ich bin noch mehr unter Druck, hier pünktlich rauszukommen und meine Arbeit zu machen. Alisa und Nuray arbeiten auf eine leitende Stelle in der Universitätsmedizin hin. Auf Familie wollen sie dennoch nicht verzichten. Ist das zu schaffen? Bis zu 3 Notdienste pro Woche stehen auf Alisas Dienstplan. Außerdem 2 24-Stunden-Dienste im Monat. Wer macht denn die Chest Pain von euch heute? Dann kommst du zur Übergabe. Patient mit einer bekannten Leberzirrhose, seit vielen Jahren im Endstadium diagnostiziert, hier bei euch auch bekannt. In die 5, okay, dann kommen Sie einmal mit, ja? Trapo oder irgendwas? Kriegen Sie gleich. Okay. Erkennen, entscheiden, handeln. Immer unter Zeitdruck. Das ist Alisas Alltag in ihrem Traumberuf. Der Beruf macht mir unheimlich viel Spaß. Ich denke, man kann ihn auch nicht machen, wenn man nicht voll und ganz dafür brennt, die Patienten zu versorgen, ihnen zu helfen. Und meinem Naturell liegt natürlich das schnelle Tempo und dass man hier auch akute Versorgung machen kann. Super, danke schön. Ja? Genau. Jetzt warten wir auf den nächsten Rettungswagen. Genau. Ja. Gut, da ist er auch schon. Der Druck in der Universitätsmedizin ist hoch. Wenn junge Ärztinnen länger ausfallen, zum Beispiel weil ein Kind unterwegs ist, kann die Karriere schnell ins Wanken geraten. Forschungsprojekte gehören dazu. Die Konkurrenz darum ist groß. Wer seinen Platz verlässt, fängt von vorn an. Deswegen war mir das auch so wichtig, relativ zügig wieder in den Beruf zurückzukommen, zu sehen, schaffe ich diese Spagat und die Vereinbarkeit zwischen dem Kind und der Arbeit hier an der universitären Medizin. Die Konkurrenz in dem klinischen wissenschaftlichen Umfeld ist sicherlich an der Uniklinik anders als vielleicht in einem kleineren Haus. Und als Frau ist es sicherlich noch schwieriger, weil man gerade in den relevanten Jahren mehr als 100% geben muss, sich vor die Frage gestellt wird, ob und inwiefern meine Familie gründen möchte. Alisa arbeitet Vollzeit. Nur so schafft sie neben der Klinik noch die Forschung. Eine Teilzeitstelle würde ihren Karriereweg zu sehr in die Länge ziehen. Ihr Sohn bleibt deshalb bis nachmittags um 5 in der Unikita. Ich habe ja früh wieder angefangen zu arbeiten. Da sind die Gedanken häufig, bei dem Kind geht es ihm in der Kita gut. Besonders fällt mir das schwer, wenn er die Tage davor krank war. Und dann sind die Gedanken da, man guckt auf das Telefon, ruft die Kita an. Aber wenn man hier ist, ist man in dem Moment und auch sehr konzentriert auf die Patientenversorgung. Und wenn da ein Notfall ist, dann ist man häufig dann auch darauf fokussiert. Ja. In anderen Ländern wurden inzwischen Modelle entwickelt, damit sich Arbeit und Familie für Klinikpersonal besser vereinbaren lassen. In Deutschland müssen junge Medizinerinnen die Kinderbetreuung in der Regel selbst organisieren.
halb eins. Okay, then we do an X-ray, okay? And then she'll tell you. Ihr Sohn wartet in der Kita. Ich habe jetzt noch knapp 20 Minuten, mich umzuziehen und hinzulaufen. Und man sollte nach Möglichkeit dann natürlich auch pünktlich erscheinen. Deswegen habe ich jetzt ein bisschen Stress. Nicht nur in der Klinik, auch in der Kita herrscht Personalmangel. Darum schließt die Einrichtung seit Wochen schon mittags. Danke, dass ich auf den letzten Drücker kommen konnte. Und dass ihr euch so gut gekümmert habt. Ich sage das ja nicht. Jetzt geht's nach Hause, dann spielen wir ein bisschen, hm? Dann geht's raus, spazieren in die Sonne. Bis morgen, danke. Tschüss, bis morgen. Ja, natürlich beäugen das manche Leute kritisch, dass man ein Kind so früh in die Betreuung gibt, weil das natürlich in Deutschland auch nicht so standardmäßig organisiert oder gewünscht ist. Und da gab es sicherlich die ein oder andere Kritik, warum man sein Kind so früh weggeben möchte oder warum man überhaupt ein Kind bekommt. Warum man denn überhaupt ein Kind bekommt, wenn man das so früh schon in eine Betreuung gibt. Aber ich denke, da muss man dann tatsächlich auch zu seinen Entscheidungen stehen und da positiv vorangehen. Wie freust du dich? Ja? Jetzt geht's heim. Bisschen spielen. Ja, ja. Auch Dr. Irina Blumenstein musste sich entscheiden. Sie hat drei Kinder und arbeitet als Oberärztin im selben Team wie Alisa in der Gastroenterologie. So, ich mache das mal ein bisschen langsam, weil ich nicht genau weiß, wie ihr Blutdruck jetzt gerade ist. Je mehr akademische Stufen erreicht werden, also von der Promotion, da sind es dann noch 50% Frauen. Und wenn es dann an die Oberärztinnen geht, dann ist es nur noch ein Drittel. Und ich habe viele ungewollte Gespräche geführt, wo mir ganz klar prophezeit wurde, dass es ganz, ganz schwierig werden wird mit meinen Kindern. Hallo die Herrschaften, guten Morgen. Ich bin die Frau Blumenstein, ich bin Oberärztin. Wie geht's Ihnen? Gut. Also ich bin sehr beeindruckt von, Sie sind schon schwer krank gewesen, ne? Von jetzt auf gleich eigentlich. Ne? Ja. Weiter so. Sehr gut. So, also das waren meine Patienten. Die hat das Cipro jetzt seit dem 12.02. drin. Ja, 5 Tage würde ich ja schon sagen, ne? Ja. Seit 10 Jahren leitet die 49-Jährige auch die Ambulanz für chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Das funktioniert nur, weil die Klinik bereit war, den Posten doppelt zu besetzen. Und dann seit dem CT, und was kam raus? Ich teile mir ja den Oberärztinnenjob mit einer sehr, sehr netten Kollegin. Das heißt, wir sind da flexibel, uns auszutauschen. Wir sind ja beide 3 Kinder. Das heißt, da ist immer mal ein Tag, wo man vielleicht nicht da sein kann. Aber dann covert halt die andere. Und das hat ein bisschen gedauert, bis uns das zugetraut wurde, sozusagen. Ne? Dass wir als Muttis so eine Station führen dürfen. Visite, Doktoranden betreuen und gleich weiter in die Endoskopie. Pausen gibt es nicht. Also die Patientin ist kränker, als wir dachten. Wegen der Kinder hat Irina lange gebraucht für ihre Karriere. Schritt für Schritt hat sie sich als Spezialistin für chronisch entzündliche Darmerkrankungen einen Namen gemacht. So, ich glaube, da oben kommt's gleich. Achtung, hier. Nun hofft sie auf einen weiteren Karrieresprung, den in Deutschland kaum Frauen in der Medizin erreichen. Jetzt gibt es eine Professur in München, in meinem Spezialgebiet. Und deswegen ist natürlich klar, also wenn es sowas dann mal gibt, dann wollte ich mich darauf auch bewerben. Beide entzündet. Ja. Nuray steht noch ganz am Anfang ihrer Karriere. Ärztin zu werden war ihr Traum, den sie sich ganz alleine erfüllt hat. Meine Eltern sind aus der Türkei eingewandert und ich hatte jetzt einfach nicht das Seitentürchen, das vielleicht andere Kommilitonen hatten. Ich würde sagen, dass ich hart dafür gearbeitet habe, um da zu stehen, wo ich jetzt stehe. 3 Jahre braucht sie noch bis zur Fachärztin für innere Medizin. Dann wird sie 35 sein. Kinder möchte sie auch, aber erst danach. Es geht um die Option, wenn sie ein Organ bräuchten, dass wir dann schon alles bereitstehen haben.
sobald wir Frauen schwanger werden, sind wir erstmal raus aus dem Business. Also wir werden da zurückgeworfen und das spüren wir. Also ich habe Kolleginnen, die sind jetzt in Elternzeit und ich habe männliche Kollegen, die sind in Elternzeit. Man spürt den Unterschied, die kommen viel schneller zurück, sind in Vollzeit da und für die ist das nicht so ein Karriereknick. Bei uns ist es, also es wirft uns zurück und wir müssen uns schon, das muss schon geplant werden. Ist erst ein Kind da, stellt sich heraus, dass nicht alles planbar ist. Die langen Wege von Kita nach Hause hatte Alisa nicht mitgedacht. Ich hatte mal einen Tag, da war hier Buchmesse und dann habe ich fast eine Stunde im Stau nach Hause gebracht. Das ist dann schon eher zermürbend, wenn man da nach dem Nachtdienst. Aber eine Wohnung näher an der Klinik wäre schön, aber für die Suche ist keine Zeit. Wenn wir zu Hause sind, ist er der Mittelpunkt und dann gibt es auch keine Telefonate oder dann geht es nach seinen Bedürfnissen. Was er mir in 10 oder 20 Jahren möglicherweise sagt, wo ich nicht da war, das kann ich jetzt nicht absehen. Ich kann ihn, mich bemühen, alles zu tun und so präsent zu sein, wie ich das möglich machen kann. Klinik und Kind, beides zu 100% zu schaffen, bringt auch Alisa manchmal ans Limit. Sicherlich gibt es Momente, wo man sich am liebsten irgendwie irgendwo einschließt und mal kurz zumindest für sich ist oder nicht die Kontenance behält, die man sonst überall versucht aufrechtzuerhalten. Aber die sind sicherlich auch da. Aber dann alleine und ohne Kind, das ist mir wichtig, dass er das da nicht mitbekommt. Ihr Mann Tim ist Jurist und arbeitet ebenfalls in Vollzeit. Ich mache mir schon teilweise auch Gedanken, dass Alisa durch das harte Pensum täglich den Job zu machen zu 1000%, dann zu Hause sich um den Leo zu kümmern und das alles zu organisieren, ist eine Mammutaufgabe und da mache ich mir auch natürlich Gedanken und versuche auch, sie dann wieder ein Stück weit zu bremsen und zu sagen, du musst jetzt einfach dich einfach ausruhen. Aber eins ist klar, sie ist sehr zielstrebig und ehrgeizig und hat die Forschung im Blick. Das bewundere ich total. Könnte mir auch ein Stück weit teilweise davon abschneiden und freue mich, dass sie ihren Weg gefunden hat und vielleicht Professorin wird. Chefärztin. Immerhin kann der kleine Liwa manchmal von den Großeltern betreut werden. Ohne deren Unterstützung ginge es nicht. Silly. Das ist, glaube ich, das, was man lernen muss, auszuhalten, dass man nicht alles schaffen kann an einem Tag, sondern es bleibt halt was übrig. Jetzt kommt ja der zweite Part sozusagen. Ne? Jetzt kommt zu Hause, Family, Essen kochen. Und meistens fühle ich mich schon müde, so wenn ich die Spülmaschine abends dann nochmal einräume. Ja? Also das ist so der Punkt, wo ich denke, so, jetzt würde ich am liebsten gerne ins Bett gehen. Und dann ist aber noch irgendwas anderes. Ärztin in einer Uniklinik heißt auch, kaum Chancen auf Homeoffice oder Teilzeit. Das war auch schon so, als Carlotta und ihre Brüder noch klein waren. Das war schon was, was mich gestört hat. Also um 17 Uhr die allerletzte, hast immer noch so gewartet mit der letzten Erzieherin alleine. Aber im Endeffekt kein Problem. Also so. Früh selbstständig zu werden, finde ich persönlich sogar besser, weil du dadurch eben in deinem weiteren Leben besser klarkommst. Und ich finde auch, dass es eben mich persönlich einfach reifer gemacht hat als Person und ich brauche nicht unbedingt immer die Aufmerksamkeit von meinen Eltern ständig. Also. Nicht nur um die Familie, auch um ihre Forschung kann Irina sich oft erst nach der Klinik kümmern. Gleich hat sie eine Videokonferenz. Ihr Mann Olaf ist ebenfalls Oberarzt. Heute muss er spontan den Abholdienst für den Jüngsten übernehmen. Der Alltag ist nicht immer einfach, das stimmt. Und also
ohne WhatsApp wird es häufig nicht gehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und am meisten ärgert man sich meistens, wenn irgendwas von vornherein nicht eigentlich schon klar war und nicht ganz klar abgesprochen war oder sowas. Und dann jeder Erwachsene, jeder, auch ob er jetzt Vater oder Mutter ist, hat eigentlich immer so einen kompletten Plan für seinen Tag. Und wenn der sich komplett verändert, dann ist es natürlich immer nicht optimal. So, jetzt habe ich noch 5 Minuten Zeit, um mich einzuwählen. Wir haben heute so eine Vorbesprechung für ein internationales Symposium. Und da muss ich pünktlich sein, sozusagen. Ich lehne Janik holen, oder? Ja, das schnell, ich mit ist schon okay. Alles klar. Tschüss. Irina hat wegen der 3 Kinder mindestens 5 Jahre Klinikzeit verloren. Anders wäre es nicht gegangen. In Deutschland. Ich war vor 14 Tagen in Finnland. Und in jedem einzelnen Institut und in jeder einzelnen Firma war der Director eine Frau. Und dann habe ich die natürlich gefragt, ja, wie macht ihr das? Ihr seid doch so alt wie ich und ihr seid jetzt hier schon ganz oben angekommen. Und dann haben die gesagt, ah ja, wir hatten keine Pause mit den Kindern, sondern wir haben uns das mit den Männern geteilt. Das haben wir so nicht gemacht. Bei Irina war die Elternzeit noch weitestgehend Müttersache. Erst beim 2. Kind konnte ihr Mann Elternzeit nehmen. 2 Monate. Blutdruckkrise bei einer älteren Dame. Assistenzärztin Nuray ist inzwischen in der Notaufnahme eingeteilt. Für 6 Monate. Eine der anstrengendsten Stationen ihrer langen Ausbildung. Wir haben wie viele Zugänge? 1, 2. Können wir hier noch mal Volumen kriegen? Viel mehr als arbeiten, schlafen und jeden Tag neue Ausnahmesituationen verarbeiten, schafft Nuray nicht. Und Sie wollen nach Hause? Ja. Aber Sie wissen schon, gell? Ich muss das leider in aller Deutlichkeit sagen, wenn Sie gehen, dann kann es jederzeit aus sein, gell? Es kann jederzeit passieren, dass Sie zu Hause kollabieren und zu Hause im schlimmsten Fall ist die Ehefrau gerade einkaufen oder. Und da sieht sie niemand. Eigentlich ist Nuray stressresistent. Doch seit ein paar Wochen ist ihr ständig übel. Vermutlich Nebenwirkungen einer HIV-Prophylaxe, die sie 4 Wochen lang einnehmen muss. Vor knapp einem Monat hatte ich einen Arbeitsunfall. Da habe ich Blut von einem HIV-positiven Patienten in die Augen bekommen. Ich habe mich sehr, sehr geärgert, dass ich mir einfach nicht die Zeit genommen habe, auf Eigenschutz zu achten. Und so war es. Ich habe gesagt, komm, ich mache das jetzt, bevor ich noch mal irgendwo weglaufe, da noch mal weg bin, mir eine Brille hole oder. Das war auch noch mal so eine andere psychische Belastung, muss ich sagen. Auch ihr Kollege Abdullah hat das Medikament schon genommen. Und du kannst 4 Wochen durchnehmen und du hast nicht diese starken Nebenwirkungen. Nee, ich hatte gar keine Nebenwirkungen. Sich krank melden, das macht hier kaum jemand, weil die ohnehin knappe Belegschaft dann auch noch deren Dienste übernehmen müsste. Hallo, Emekta ist mein Name, ich bin einer der Ärztinnen hier auf Station. Was führt Sie zu uns? Ich bin ein paar Mal kollabiert letzte Woche, also montags das erste Mal. Mhm, oder ich rufe die Mama an. Das wäre wichtig. Ja, die weiß Bescheid, nicht, dass sie sich jetzt noch mehr Sorgen macht. Genau. Sie müssen halt mit Wartezeit rechnen, gell, ist Freitagnachmittag oder Freitagabend. Wie lange bleibe ich ungefähr? Weiß ich noch nicht. Rufen Sie die Mama an, damit sie sich nicht Sorgen macht. Alles klar. Ja, ist wichtig. Okay. Ich mache immer Überstunden. Ich mache kontinuierlich Überstunden. Das gehört dazu. Ich komme hier selten pünktlich raus. Wenn ich hier bin, dann liebe ich es. Ich bin dann sehr, sehr gerne hier. Aber wenn ich weiß, dass zum Beispiel am Sonntag, dass sich meine Familie trifft oder dass sich Freunde treffen, dann ist die Überwindung, dann hier in die Klinik herzukommen, schon noch eine andere. Weil man schon seine Freizeit, die guten Jahre eigentlich eintauscht. Und da ist halt die Frage, wo bleibt die Familienplanung? Denn so ewig Zeit kann man sich ja auch nicht lassen. 22 Uhr. Für ein Abendessen mit ihrem Mann ist es heute zu spät. An der Uniklinik Frankfurt ist Alisa heute in der Endoskopie eingeteilt. Sind Sie erwischt? Hallo, mein Name ist Dr. Kubesch. Wir machen heute die Untersuchung zusammen. Geht's Ihnen gut? Dann geht's jetzt los, ja? Der Patient hat mehrere Tumore.
blutet seit Tagen immer wieder nach. Bei einer Magenspiegelung soll Alisa die Blutung stoppen. Die Leiterin der Abteilung wird sie dabei unterstützen. Alle jungen Ärzte müssen so viel praktische Erfahrung wie möglich sammeln. Auch hier in der Endoskopie ist die Konkurrenz groß. Einmal Mund auf. Ich mach's fest. Moment. Ich freue mich natürlich, in der Endoskopie eingeteilt zu sein. Das ist dann immer eine gute Chance, noch mehr zu lernen, sich in seinen Fähigkeiten zu verbessern. Und, genau. Professor Miren Friedrich Rust hat selbst auch ein Kind. Ihr ist es wichtig, junge Mütter wie Alisa zu unterstützen, ihnen möglichst viel OP-Zeit einzuräumen, damit sie aufholen können, was sie wegen der Kinder versäumt haben. Keine Selbstverständlichkeit. Ja, das ist auf jeden Fall der Clip der Abtragungsstelle. Das heißt, das ist sie. Wir müssen jetzt gucken, ob es noch blutet, ne? Ich würde das jetzt ein bisschen drehen nach rechts, genau. Ja, super, perfekt. Genau. Es wackelt sehr, ne? Das sind auch eine anspruchsvolle Untersuchung, ne? Der Patient atmet, da wackelt es. Und die Idee ist jetzt, dass wir sehen, wo es rausblutet, und das klippen wie mit dem Tacker. Ich glaube, ich würde Sie einmal bitten, ja, ich sehe gerade nicht. Ich wechsle einmal mit Ihnen gerade die Seite. Ja. Sorry. Da das tatsächlich ein bisschen komplex ist, quasi die Position zu halten, habe ich dann übergeben, dass wir da dann auch eine sichere Blutstillung haben. Und es ist auch nicht ganz so übersichtlich, wenn da so viel Altblut ist. Und deswegen habe ich einmal weitergegeben. Frauen sind vorsichtig, geben eher ab und denken, also aus meiner Perspektive, ein bisschen mehr an den Patienten. Die Männer versuchen es, wollen es selber hinkriegen, haben da mehr Ehrgeiz. Und den muss man eher als Vorgesetzte eher das Gerät aus der Hand nehmen, als dass sie sagen, übernimm mal bitte. Routine und OP-Sicherheit bekommt man, indem man Eingriffe möglichst häufig macht. Für junge Frauen ist das ein Problem, wenn sie wegen Kindern länger ausfallen. Gut, sehr schön. Es ist wichtig, dass man da nicht jahrelang draußen ist, weil die Frauen, die dann nach 3-4 Jahren wiederkommen, die sind dann wirklich wieder ganz unten. Oder vor allem vom Selbstbewusstsein muss man die dann erst wieder aufbauen, dass sie erstmal sich die Kompetenz wieder zutrauen, ne, weil die lange draußen waren. Für Nuray haben sich alle Karrierepläne erstmal zerschlagen. Also, es hat sich herausgestellt, dass die Übelkeit nicht auf die Medikamente zurückzuführen ist, die ich genommen habe, tja, sondern auf ein Kind, dass ich schwanger bin. Und das war wirklich erstmal so ein schockierender Moment, weil ich nicht damit gerechnet habe. Ich habe erstmal eine Achterbahn der Gefühle erlebt, ganz schön lange. Denn von heute auf morgen war es irgendwie zack, du bist raus aus diesem Klinikalltag. In Kliniken werden schwangere Ärztinnen meist in ein sofortiges Beschäftigungsverbot geschickt. Schon das wird sie um Monate zurückwerfen. Ich war erstmal verzweifelt, dass auch meine Karrierechancen durch Kinder schlechter werden. Dass ich die Weiterbildung, die ich brauche, nicht bekomme, weil man eben ein bisschen gehandicapt ist mit dem Kind. Denn für mich war klar, dass ich erst den Facharzt mache, dann mit meiner Forschung vorankomme. Und diese Überraschungsdiagnose schwanger hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Und du musst dir jetzt überlegen, was ist dein Plan B? Irina ist mit ihrer Bewerbung um die Professur in München einen Schritt weiter. Sie wurde zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Total aufgeregt, wirklich. Seit Tagen überhaupt nicht ich selbst. In der Universitätsmedizin sind bislang nur 13% der Führungspositionen mit Frauen besetzt. Wenn man sich überlegt, als ich vor 20 Jahren angefangen habe zu arbeiten, gab es ganz wenige Oberärztinnen nur. Die hatten alle keine Kinder. Und es gab überhaupt keine Modelle, so richtig, wie man eine Weiterbildung an der Universitätsklinik und eine Familie vereinbaren würde. Und da ich eine Familie haben wollte, dachte ich, naja, ich bleibe so lange ich kann, solange ich geduldet werde, und dann mache ich irgendwo einen Job in der Praxis oder so. Ich hätte nie damit gerechnet, jemals in meinem Leben für eine Professur, dass ich da jemals hinkomme. Mit dem Gefühl versuche ich jetzt eigentlich auch morgen in den Tag zu gehen, dass,
zu genießen und es aufzusaugen und die Atmosphäre mitzunehmen. Und ja, das ist was Großartiges schon. Am nächsten Morgen. Irinas große Stunde naht. Gleich wird sie vor einer Kommission einen Fachvortrag halten. Jetzt ist wahrscheinlich das Maximum erreicht, aber ich denke, ich werde das schon schaffen. Gegen 5 Mitbewerber muss sie sich durchsetzen. Auch Alisa hat heute einen wichtigen Tag vor sich, nach einem langen Nachtdienst. Ja, es ist jetzt nicht das komfortabelste Setting. Also, dass man jetzt hier einen sehr geruhsamen Schlaf hat, ist nicht der Fall. Die Familie zieht um. Endlich. In eine Wohnung ganz in der Nähe der Klinik. Gefunden haben sie sie zufällig. Zeit für gezieltes Suchen hatten Alisa und Tim einfach nicht. Das ganze letzte Jahr war ein Ausnahmezustand mit einem kleinen Kind. Man merkt, dass man ist mehr müde. Ich bin ständig erkältet durch die Kita-Keime. Also ich hoffe einfach, dass es jetzt dann nach dem Umzug entspannter wird und bergauf geht und wir mehr Zeit und mehr Ruhe haben. Die schöne Altbauwohnung haben sie hergegeben für kürzere Wege und gewonnene Zeit mit Lior. Aber auch für die Möglichkeit, abends noch mal in die Klinik zurückzukehren, um ihre Forschung voranzutreiben. Es ist näher an der Klinik. Ich kann sie quasi von meinem Fenster hier aus sehen und auch quasi, wo Lia betreut wird. Ich werde jetzt demnächst dann mit dem Fahrrad ins Büro fahren. Ich habe schon den Weg ausgekundet. Wir hoffen, dass das so aufgeht, dass wir ein bisschen mehr Zeit haben, weniger nur telefonieren, wenn einer im Auto sitzt und dann früher am Esstisch sitzen abends. Und ein bisschen Freizeit. Das hat sie lange hinten angestellt. Für so jetzt Sport oder irgendwie jetzt sich mal groß entspannen oder ein Buch lesen, ist, was ich eigentlich sehr gerne mache, ist jetzt nicht viel Zeit geblieben, weil man, also ich meistens zu müde war, um da noch irgendwas zu machen. Oder ich für den Facharzt lernen musste oder irgendwas abgegeben werden musste oder irgendein Projekt beendet werden musste. Also es war halt immer irgendwas, was dann doch wichtiger war als jetzt diese Me-Time oder wie man es so sagt. Ja, genau. Zeit hat Nuray gerade mehr, als ihr lieb ist. Hi, ich bin von der Notaufnahme. Cool. Ja, mit dem positiven Schwangerschaftstest bin ich eigentlich im Beschäftigungsverbot und zum Schutz der Mutter und des Kindes darf ich nicht mehr in die Klinik. Ich darf nicht mehr in der Notaufnahme arbeiten. Deswegen warte ich jetzt hier draußen und freue mich, dass mein Kollege mir meine Sachen aus dem Spind vorbeibringt. Schön, dich zu sehen. Oh, danke schön. Bitte schön. Wenn ich dich so sehe, dann will ich mich gleich eigentlich auch umziehen. Du bist herzlich immer eingeladen. Ja. Wenn das Baby dann da ist. Tschüss. Heute hat Nuray ihren ersten großen Ultraschalltermin. Also wenn ich das Kind jetzt so sehe und das Kind spüre, dann, das ist so ein unbeschreibliches Gefühl. Das ist so, als hätte ich mein Leben lang nur auf diesen Moment gewartet. Und das glaubt man kaum, weil ich ja am Anfang so überrascht war. Und jetzt will ich dieses Kind wie nie zuvor. Das hätte ich niemals gedacht, dass auch ich, dass ich da auch jetzt so in dieser Rolle so aufgeben werde. Das fühlt sich gut an. Sehr schön. Ein gutes Gefühl, ich bin glücklich. Die ursprünglichen Pläne mit Auslandsaufenthalt, Habilitation und dem Facharzt, die sind jetzt erstmal ein bisschen auf Eis gelegt, aber ich mache mir da jetzt gar keine großen Sorgen. Ich kriege das Kind schon geschaukelt, Kind und Karriere. Das haben viele Frauen vor mir geschafft. Ich werde das auch schaffen. Was habt ihr denn befunden? Da? Vielen Dank. Tschüss, alles Tschüss. Gute.
ich war so in diesem System Uniklinik drin, in diesem Hamsterrad, dass für mich jede andere Option gar nicht in Frage gekommen ist. Und dass man eben ein Kind nicht immer planen kann, das war auch ein bisschen lustig, ehrlich gesagt, dass ich wirklich so arrogant war und dachte, ich könnte alles planen im Leben und dass das Leben mir da so einen Strich durch die Rechnung macht, das hat mir, glaube ich, ganz gut getan. Ob und wie genau sich Nuray und ihr Mann Mahir die Betreuung ihres Babys aufteilen werden, steht noch nicht fest. Auch Mahir, der als Manager arbeitet, verfolgt seine Karriere zielstrebig. Unser Baby. Das Herz schlägt fleißig, hat sich ganz viel bewegt. Und sieht aus wie du. Wunderschön. Familiäre Unterstützung können sie nicht einplanen, weil ihre Eltern alle noch berufstätig sind. Irina hat ihren Vortrag vor der Expertenkommission nun hinter sich. Hallo, hi. Also, ich bin fertig und ich habe es überlebt. Yes. Nein, die waren sehr nett. Nein, ehrlicherweise, nein, es war gar nicht schrecklich. Überhaupt nicht eine Minute lang schrecklich. Einfach alphabetisch und hintereinander weg. Und das ist wie immer, wenn du die Erste bist, dann weißt du nicht, was danach kommt. Und das ist gut so. Weil sonst wäre ich total gehemmt gewesen, weil die wirklich so stark sind. Irina als Professorin. Das wäre eine vielleicht einmalige Chance. Würde dafür auch ihre Familie umziehen? Mein ältester Sohn zum Beispiel hat gesagt, Mama, bayerisches Abitur gegen hessisches? Auf gar keinen Fall. Also mein ältester, der würde sicher nicht mitkommen. Doch noch hat die Jury nicht entschieden. Jetzt heißt es warten. Feiertagsbesuch bei Alisas Eltern. Beide sind ebenfalls Ärzte und haben gemeinsam eine eigene Hausarztpraxis. Meine Mutter hat ja auch 3 Kinder auch früh bekommen, muss man sagen. Und das neben dem Studium und dann auch der Weiterbildung und dann auch der Praxisgründung gemacht. Und das ist schon beeindruckend und krass, mit welcher Power sie das durchgezogen hat. Ja. Ihre Mutter hat ihr vorgelebt, dass Kinder und der Arztberuf sich nicht ausschließen. Alisas Arbeit in der Uniklinik ist dennoch eine andere Liga. Als Mutter guckt man schon manchmal auch mit Sorge drauf, dass es schon grenzwertig ist, was die Belastbarkeit angeht. Aber ich kenne auch meine Tochter, seitdem sie auf der Welt ist, als ein sehr energiegeladenes Kind, was immer auch sehr sich durchgesetzt hat. Und wenn sie Ziele hat, hat sie sie auch verfolgt. Und von daher vertraue ich schon auf sie und dass sie ihre Grenzen dann trotzdem auch kennt. Holen wir die nach vorne. Welches nehmen wir? Den? Den? Der mag Wasser. Ja, rein mit dem Elefanten. Ne? Zack, rein damit. Los. Und was mit dem? Na, du Rabauke. Alisa kann sich auf die Unterstützung ihrer Eltern verlassen. Ihre Karriere wurde ihr hier buchstäblich in die Wiege gelegt. Ich glaube, sie hat diese Mama gesehen und war davon begeistert und wollte immer, in Anführungsstrichen, Ärzterin werden. Nicht Ärztin, Ärzterin. Das hat sie so als 3-4-Jährige von sich gegeben. Alisa hatte Vorbilder und möchte selbst motivieren. Natürlich wünsche ich mir, dass mehr Frauen in der Medizin auch in Führungspositionen kommen, dass sie Wissenschaft machen, sich untereinander unterstützen. Wir haben das ja jetzt auch hier gesehen, dass nur auch mit Frauen wie Irina, die auch jüngere Frauen wie mich unterstützen und mir unter die Arme greift und mir Mut macht. Solche Frauen brauchen wir auch für die nächsten Generationen, dass es halt weiter in die richtige Richtung geht. Alisa arbeitet in einer Abteilung, in der gleich mehrere Mütter in Führungspositionen sind. Ein seltenes Glück. Irina unterstützt Alisa bei ihrer Habilitation. Die braucht sie, wenn sie später Professorin oder Chefärztin werden will. Also ich war ja gestern im Haus 11 wegen der Laborbesprechung. Ja. Und mir wäre halt wichtig, dass wir Leute haben, die wir quasi im Labor heranziehen, die du aber auch klinisch mitbetreust und halt den grundlagenwissenschaftlichen Überblick mit hast. Und mit Angela zusammen und Maria. Mega. Ah, ja.
die Alisa ist mindestens 5 bis 8 Jahre schneller schon als ich. Da liegt die Power, ja, auch in dieser Frühzeitigkeit. Ne, weil dann wird man sichtbar, dann kommt dieser Talentgedanke auch erst hoch. Wenn du das mit Anfang 40 bist, ist auch gut, aber wenn du es mit Anfang 30 schon bist, ist mega anstrengend, aber das sind die Leute, die wir natürlich brauchen. Die Klinik braucht gute, junge Ärztinnen. Irina hat hohe Ansprüche, aber auch Verständnis für Alisas eng getakteten Zeitplan. Wenn die Kita schließt, geht sie eben früher. Seit 2 Monaten ist Nurais Sohn Leon nun auf der Welt. Viele Klinikärztinnen gehen zu diesem Zeitpunkt wieder arbeiten. Ich war ja tatsächlich eine der Frauen, die gesagt hat, dass man nach 8 Wochen wieder zurück auf die Arbeit kann, dass das doch sicher geht. Aber jetzt, wenn ich mir vorstelle, ihn abzugeben und arbeiten zu gehen, oh Gott, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und es klingt total klischeehaft, aber der kleine Mann hat mir jetzt schon gezeigt, dass der Weg das Ziel ist und dass man nicht keine Checklisten abhaken muss. Und das war ja vorher eigentlich, hatte ich ja vor, erst den Facharzt, dann die Forschung vorantreiben und dann und dann und dann und dann kann man ein Kind kriegen. Aber so ist es nicht. Monatelang hat sie dem Klinikalltag hinterher geweint. Und jetzt? Da kommt Schichtdienst dazu, da kommen Nachtdienste dazu und wenn ich dann den Kleinen nur morgens sehe und dann erst am nächsten Morgen wieder. Das sind alles so Fragen, die wir uns stellen, aber die wir jetzt erstmal für die nächsten paar Monate erstmal zurückgestellt haben. An der Uniklinik Frankfurt geht Irinas Alltag weiter wie bisher. Dieses Wochenende war eigentlich für die Familie reserviert. Doch jetzt muss sie die Oberarztvisite übernehmen. Ich musste einspringen. Ist eine Kollegin akut erkrankt. Kann ja immer mal sein. Ich komme jetzt auch von zu Hause sozusagen, muss auch nur reinkommen, wenn irgendwelche Notfälle sind, die man endoskopieren muss am Wochenende. Das heißt, ich bin ja auch erstmal zu Hause. Also das ist wirklich nur eine Rufbereitschaft. Ja, genau. Hast du sonst noch irgendwelche Fragen, die ich gleich beantworten kann? Auf der Station ist alles ruhig. Wenn sie Glück hat, kann sie nun gehen und schafft zumindest noch die Verabredung mit ihrem Mann Olaf auf dem Wochenmarkt. Jetzt gehe ich als letztes noch mal kurz in der Notaufnahme vorbei. Da ist Alisa und hat da den Laden im Griff. Und ja, da liegen ja diejenigen, denen es am schlechtesten geht. Und wenn es denen gut geht einigermaßen, dann kann ich gehen. Ach, da steht sie. Ach, Mensch. Alisa muss an diesem Wochenende arbeiten. Alisa, dich brauchen wir. Auf der Station oben auf der EMC ist ein Patient, den du einmal spiegeln musst. Der hat eine Blutung. Okay. Gut, dann rufe ich jetzt mal meine Assistenz an. Vielleicht ist das jetzt meine Assistenz. Also. Hi. Jetzt muss sie ein OP-Team organisieren und wieder mal das Familienprogramm vertagen. Ich denke, diese unterschwellige, so was du meinst, dieses schlechte Gewissen, was einem da eingeben wird, das muss man dringend, das muss man dringlich ablegen. Gibt es überhaupt keine Basis für. Ja, es gibt keine Basis für schlechtes Gewissen. Selbst die Mütter, die die ganze Zeit zu Hause sind, haben ein schlechtes Gewissen, wenn sie ihre Kinder anbrüllen und so weiter. Das passiert jedem, egal aus welcher Situation du kommst. Der ungeplante Eingriff kann dauern. Währenddessen versucht Nurai, ihre Rückkehr in die Klinik zu planen. Sie hat sich mit ihrer Chefin an der Uniklinik Mainz verabredet. Ich hoffe, dass sie mir da ein paar Tipps geben kann, weil sie ist ja da schon erfahrener als ich mit 2 Kindern. Das ist ja schon eine Weile her, als wir uns das letzte Mal gesehen haben. Allerdings. Da war ich schwanger. Ja. Ja. Und jetzt klein. Jetzt ist der Kleine gerade schön. Professor Julia Weinmann-Menke kam schon wenige Wochen nach der Geburt ihrer Tochter zurück in die Klinik. Hast du denn jetzt einen Tipp für mich, wie ich am besten den Sprung wieder zurück in die Klinik am besten schaffe?
Man muss halt davon überzeugt sein, dass man diesen Weg gehen möchte, ne? Beides zu machen. Also von meiner Seite aus ist es im Endeffekt, alles kriegen wir irgendwie organisiert. Aber das muss man auch realistisch sagen, wenn man eine wissenschaftliche Laufbahn einschlagen will, dann wird man mit 50% da nicht landen. Das wird schwierig. Ich habe mich jetzt für Krippen- und Kindergartenplätze beworben. Das gestaltet sich etwas schwierig mit der Zusage. Doch selbst wenn sie den Platz bekommt, wird das nicht reichen, wenn Nuray an der Uniklinik Karriere machen will. Wenn man den Weg einschlägt, dass man alles machen möchte, dann braucht man extreme Unterstützungsfaktoren, sprich, man braucht einfach für alles irgendwie ein Backup. Das muss einem klar sein. Alleine wird man es nicht stemmen. Ein Backup, das Nuray fehlt. Ich habe die Befürchtung, dass die Kollegen an mir vorbeiziehen und dass ich die älteste Assistenzärztin der Uniklinik Mainz sein werde. Irinas Mann Olaf musste den Markteinkauf schließlich alleine machen. So, eine Verkettung ganz unglücklicher Umstände. Kommt ja sonst nie vor. Nein, genau. Ich weiß. Und, tut mir leid. Bäcker, Metzger, alles erledigt, aufgebracht. Ich habe auf jeden Fall so Hunger. Was habt ihr gegessen? Ich war noch in der Apotheke, also für deinen großen Sohn, so ja, beim Schneider. Und jetzt bin ich und dann bin ich auf den Markt gedüst. Ja. Okay. Und dann haben wir auf dich gewartet. Und so, da ist ein Auto. Hunger. Oh Mann. Die Kinder machen jetzt ihr eigenes Wochenendprogramm. Mhm. Mhm. Oh, Honigbrot. Lotta war vorhin hier, hat die Flucht ergriffen. Yannick ist oben in seinem Zimmer, wartet, dass sein Freund endlich vom Karate kommt. Und der Lennart, das weiß ich nicht, wo der ist. Der ist ja fast 18, da weiß ich eigentlich sehr häufig nicht mehr, wo der ist. Aus München hat sie nach 7 Monaten noch immer keine Antwort, ahnt aber, dass sie wohl die Stelle nicht bekommt. Ehrlicherweise habe ich die ganze Zeit auch in Frankfurt so weitergemacht, als wäre München kein realistisches Ziel. Und das war auch gut so, denn da haben sich einige Projekte extrem gut entwickelt. Und heute würde ich auch sagen, es hat mich zwar wahnsinnig viel Arbeit und Zeit gekostet, aber es hat mich nicht ausgebremst in der Frankfurter Situation. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig und gut. Ich hätte mir nur gewünscht, dass ich zeitnah oder relativ zeitnah auch mal eine Rückmeldung bekommen hätte. Trotzdem, die Bewerbung hat ihr Interesse an einem nächsten Karriereschritt neu entfacht. Nurays Weg bleibt ungewiss. Hilfe bei der Kinderbetreuung hat sie bislang nicht. Das, was meine Patienten nicht gelernt haben am Sterbebett, ist, die haben nicht über die Karriere gesprochen. Die haben von Urlauben erzählt oder von ihren Kindern. Und also das haben mich meine Patienten gelehrt, dass es halt noch was anderes gibt außer Klinik, außer Karriere. Jeden Monat, den sie jetzt versäumt, wird sie später nachholen müssen. Kaffee, bitte. Ja, hi. Hallo. Hallo. Cappuccino, diesmal. Ja. Ich nehme auch einen Cappuccino, aber mit 2 Shots. Nee, geht nicht Kaffee. Ist geschlossen. Wir sind solche Loser. Wir kriegen nicht meinen Kaffee. Die wenigsten Frauen in der Medizin schaffen es, mit Kindern ganz nach oben zu kommen. Kinder und Karriere. Nuray, Irina und Alisa möchten beides. Üblich ist das an deutschen Unikliniken noch nicht.